Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might Magic Teil 3. So, das vorletzte Video, wo ich nachkommentieren muss. Und hier seht ihr, wir haben 8 Kugeln an Zirlot, dem guten König, gegeben. Das heißt, 11 braucht er, damit wir das Spiel durchspielen können, damit wir von ihm die Karte kriegen. Da tue ich, glaube ich, erklären, dass ich sage, dass ich noch 2 weitere Kugeln ihm geben werde, bis er 10 hat. Und falls ich eine dritte Kugel irgendwo finde, werde ich diese Kugel abgeben an meinem Tragemann, um dann weitere Kugeln für Erfahrungspunkte an die anderen Könige geben zu können. Werde ich sehr wahrscheinlich dem neutralen König geben. Aber ist eigentlich egal welchen. Also insgesamt gibt es 31 Kugeln im Spiel, wovon ich sehr wahrscheinlich einige schon übersehen habe. Ich werde sie wohl nicht alle kriegen. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, so viele wie möglich noch zu holen. Ich glaube, 21 Schädelballkranium war das Maximum. Der hatte mir den Hinweis gegeben für den Jungenbrunnen. Ja, dann geht's raus. Wir legen uns jetzt mal mit den Hydras an, sind hochgebufft gewesen, ja. Schauen, was haben wir noch für den restlichen Gegend nicht gemacht. Also in dem Video schauen wir uns auf jeden Fall die komplette Insel zu Ende an. Wir erforschen alles. So, Widerstand gegen die Elemente wurden magisch erhöht in dieser Hütte. Mal gucken. Elektrizität 112 und von den anderen auch überall ein bisschen was höher gegangen. Nein, nicht rein. Genau, und Weg weiter abforschen. Da ist die Pyramide, ihr seht das rechts oben auf der Minimap. Ist ja wahrscheinlich die stärkste Pyramide, da sollte ich wohl als letztes reingehen. Hydra! Und das. Ja, aber mit Buffs hoch klappt das sehr gut. Mit dem höheren Level und so. Ja, Problem ist, dass ich jetzt dieses Lager von denen zerstöre. Das gibt zwar höllisch viele Erfahrungspunkte, ich glaube es waren 2 Millionen. Aber ich hätte mich hier gut hochleveln können an denen und die droppen auch noch Obsidianzeug. Also es war eigentlich ein Fehler. Sie zu zerstören. Aber ich habe einfach mal weitergespielt. Weil das muss auch so schaffbar sein. Hoffe ich doch. Weil das ist auch der letzte Fleckchen, den ich auf der Weltkarte außerhalb noch nicht getötet habe. Sonst dürfte eigentlich überall alles tot sein. Das sind nur noch hier diese Feuerinsel. Aber dann wäre ich hier alle paar Tage hingegangen, hätte die Bar umgenockt, Erfahrungspunkte bekommen und zusätzlich noch jede Menge geile Gegenstände. Brutstätte der Hydra zerstören. Bam! 2 Millionen Erfahrungspunkte. Ja, dann steigen wir jetzt massig auf natürlich dadurch. Und
mal genau gezählt. Ja, es sind echt 2 Millionen. Super gefreut. Aber es sind ja noch ein paar Hydras übrig, die ich umnoggen kann. Kinetische Kugel, da war ich überlegen, was das für eine Fähigkeit auch macht. Nein, die Obsidian-Schuppenrüstung, die können wir glaube ich wegwerfen. Die werden verkauft für 10.000. Gucken, was die für Rüstung tragen jetzt. Können wir diese Obsidian-Rüstung gebrauchen? Aber letztendlich werde ich sie nicht gebrauchen können. Ich teste das, glaube ich, nochmal beim Verkauf. Aber die ist schlechter als die anderen. Hier, Obsidian-Ring, sehr geil. Platt, Obsidian-Plattenpanzer. Ich glaube, beste Rüstungsoberteil im ganzen Spiel. Obsidian-Plattenpanzer. Mehr Rüstungsschutz geht nicht. Ja, und da ist die Hydra. So, mach ein bisschen Magie. Ah, kriegen wir noch so down, okay. Na gut. Da entscheide ich mich wohl doch für Magie. 51 übrig, ja. Oder auch nicht. Wenig Astralenergie. Dann setze ich mir jetzt, glaube ich, bestimmt ein Signal hier hin und mache an der Stelle weiter und hole mir gerade nur Buffs. Portal zurück in die Stadt. Fountainhead. Ab in den Tempel. Gegenstände verkaufen. Und dann wieder hin da. Ich aber auch gleich gebrauchen, weil ich über 1 Million, glaube ich, für Upgrades ausgebe. Also fürs Trainieren. Über 1 Million auszugeben. Hatte über 2 Millionen, bin jetzt unter 1 Million. Spenden wieder für die Segenzauber.
Obsidian Breitschwert, sehr geil. Ich glaube, Breitschwert ist die beste Waffe im Spiel, also Einhandwaffe, was Schaden betrifft. Und das Obsidian Breitschwert ist natürlich dann die beste. Seit man kriegt eine Obsidian exakt oder sowas mit was zusätzlichen noch drauf oder so. Obsidian, Photon und so weiter. Aber Obsidian ist das stärkste Material. Genau, da will ich nämlich tauschen das Katana gegen das Breitschwert. Er hat schon ein Obsidian-Breitschwert. Will ich jetzt meiner Paladin-Frau den geben. Genau, Schnelligkeitsschild können zur 4, wird verkauft. Gottesschild weg, Eisring weg. Ich weiß gar nicht, was Gott macht. Ich glaube, es war Defense oder so. Und dann bin ich, glaube ich, am Schauen, was die für unterschiedliche Rüstungsteile haben. Aber sie trägt, glaube ich, einen Obsidian-Gegenstand anstatt ein Schild bei sich. Ja, Obsidian. Deswegen kommt das Gottesschild weg zum Verkauf. Raus und die Sachen testen. Ich glaube, Obsidian-Ring haben auch schon alle, stelle ich dann irgendwie fest. Das war mir bis dahin gar nicht bewusst. Und dann musste ich erstmal einen finden, der keinen mehr hatte. Man kann also nicht zwei Obsidian-Ringe anziehen, das geht nicht. Und da bin ich auch auszutesten, ob die Obsidian-Schuppenrüstung vielleicht schlechter wäre als dieses Rubinplattenpanzer, weil der halt auch sehr gut ist. ...127 Rüstungsschutz. Dann lege ich das Obsidian-Katana noch ab. Auf jeden Fall ist der Rubin-Plattenpanzer schlechter, der wird verkauft. Und Obsidian anlegen, Obsidian Breitschwert will ich jetzt noch anziehen. Obsidian Ring hat sich schon. Deswegen Katana ablegen. Na los, mach schon. Ich glaube, ich bin das da am Erklären, was ich da vorhabe. Problem ist, dass das Obsidian Katana will ich dem Waldläufer geben. Der kann aber kein Katana tragen. Schwert weg. Waldläufer ist nicht vertraut mit Katana. Deswegen umentschieden, wir geben ihm das Breitschwert und das Katana kriegt der Paladin wieder. Das geben wir jetzt weg an die 4. Ich kann das. Jetzt müssen wir da noch gucken, was mit der Schuppenrüstung, die wird verkauft, glaube ich. Genau, der hat die Großachs. Und da war ich am Überlegen. Soll ich ihm ein Kurzschwert geben, was auch aus Obsidian ist, kann aber dann einen zweiten Obsidian-Schild oder Ring, nicht Ring, ein Q
Kugel oder irgendwas anziehen in die andere Hand. Ich entscheide mich dann aber endgültig dann doch dafür, das zu behalten, die Obsidian-Großaxt, die weiter zu benutzen, bis ich einen zweiten Obsidian-Gegenstand kriegen kann. Weil zwei Obsidian bringt natürlich mehr als nur die Großaxt. Exakt dringend sehen wir noch der Paladin-Frau an. Stahlring weg. Wird ihm dann wohl irgendwann mal ein paar Obsidian-Sachen geben müssen mehr. Dem Magier, weil der hat am wenigsten Rüstungsschutz. Aber der trägt unheimlich viel Zeug bei sich. Obsidian-Ring hat er leider schon. Zweimal dieselbe geht nicht. Weißt du, ob sie die Anringen haben übersehen? Erkenne ich dann letztendlich, dass die Schuppenrüstung einfach schlechter ist und deswegen wird sie verkauft. Das heißt, wenn ich nochmal Obsidian-Schuppenrüstung kriege, kann ich sie direkt weg zum Verkauf geben. Mich gar nicht mehr drum kümmern. Na, einen Restpull verkaufen. Aber an die 4. Thank you.
Ah, und da überlege ich noch, nehme ich die Großaxt, behalte ich sie noch, verkaufe ich sie, da ich noch keinen zweiten Gegenstand wie ein Schild aus Obsidian oder sowas da habe, bleibe ich erstmal bei der Großaxt, die macht mehr Schaden als die Obsidian, Kurzschwert. Und behalte erstmal beide und rüste den Dieb mit einem Obsidian Großaxt aus. Boah, 51 Millionen Erfahrungspunkte. Krasse Möhre. So, jetzt geht's den restlichen Hydras an den Kragen. Kurz noch ein paar Buffs holen und dann mit dem Signal zurück zur Feuerinsel. Ja, natürlich direkt verlaufen, weil ich meinen Magierblick nicht mehr drin hatte. Ja, und es ist schon Nacht. Schnell noch weiter zur Insel und 20 Level abholen beim Brunnen. Höher. Schweben rein und dann Signal. So, restliche Feuerinsel erkunden. Also das schaffen wir auch noch, den kompletten Take. Ein paar Hydras hauen. Nimm das, Unwürdige. So, das war's hier auf der Insel. Ich glaube, das war alles. Sollen wir in die Pyramide reingehen? Ja, nein. Auf jeden Fall schon mal ein Signal hier hinsetzen. Weil wir uns die gleich anschauen wollen. Schauen wir mal auf Map, was wir noch nicht haben. Also keinerlei Kisten oder sowas hier in der Nähe. Aber Hydras sind komplett ausgeräuchert jetzt, glaube ich. Falls überhaupt noch einer lebt. Das war's. Nur noch rüber zur Pyramide, die noch nicht erforscht ist. Und dann haben wir die Insel auch komplett beendet.
Problem ist, was mich dann da in dieser Pyramide erwartet hat, damit hatte ich nicht gerechnet. Eine alte Pyramide aus roh gehauenen Steinen. Rein da, Zentralkontrollsektor. Oh, 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 oh. Transportröhre zur Oberfläche betreten. Nein, wir hauen da die Gegner um. So, Todbringer. Ich glaube, die können uns töten mit einem Mal. Dürfen also nicht zum Schlag ausholen, die Gegner. Zum Glück haben wir durch hohes Tempo die Initiative. Ja, und was jetzt passiert ist, ist echt hart. Bam. So, ich mache Fernkampf und er macht eine Attacke und dann lacht er auch noch, dieser dreckige Roboter. Das ist ein Terminator und der hat uns nicht umgebracht, der hat mich direkt verwesen lassen mit einer Attacke. Ach du Scheiße. Also da war ich echt ein bisschen schockt. Also, alles drauf, was wir am Magie haben, um ihn irgendwie down zu kriegen. Funken, habe ich gedacht, wäre ganz gut so gegen Elektronik. Ja, und er macht sein Einäschern, denke ich mal. Ne, Feuerball, ein bisschen Feuer drauf. Komm, nochmal Funken. Also ich hatte echt Angst, dass der jetzt viermal noch eine Attacke macht und wir dann schwuppdiwupp die alle kaputt sind. Ich habe nicht gespeichert. Terminator. Terminator. So, er ist schon mal rot. Sehr gut. Ein bisschen Hochspannung. Nochmal Funken. Nochmal Hochspannung und fort ist er. Ja, da müsste ich mit ein bisschen höheren Level reingehen. Ein bisschen mehr Schutz reingehen, auf jeden Fall. Ich wollte nur noch schnell raus. Und ja, mal schauen, wann ich dahin muss. Weil ich glaube, da war nämlich das Ende des Spiels. Das ist die letzte Pyramide, wo ich eigentlich rein muss. Dafür brauche ich aber erstmal alle Karten. Das heißt, die 6 Hologrammkarten und nochmal die zusätzliche Karte von einem der drei Könige. Ja, das wird jetzt auch teuer. Ich glaube, hier in der Stadt Blutgipfel schaue ich jetzt erstmal im Tempel, was hier kostet. Ich glaube, es sind 10.000, wollen die haben oder so. Oder 100.000, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es sehr viel. Guck mal auf Map. Ja, da rechts oben ist es. Nachtschwinge. Helft mir, helft mir. 85.000, ja, genau. Da sagte ich mir auch, nee, das machen wir nicht. Also seppen wir uns rüber nach der ersten Stadt, Fountainhead, weil es da einfach billiger ist. Heimwärts. ...60.000, das ist schon was billiger. Was ich bis dahin auch noch nicht wusste, ist, dass alle Gegenstände jetzt kaputt von dem sind, weil der ja total im Arsch gegangen ist damit. So, schön gerastet, voll, alle wieder Magiepunkte. Und jetzt gucke ich auf Gegenstände. Sind schon mal nicht gealtert, das war schon mal von Vorteil. Sind alle noch 23 Jahre alt. Ja, und alles kaputt. Boah. Ja, das kostet mich insgesamt dann etwa so 100.000, das zu reparieren. Irgendwie so im Dreh. Auf jeden Fall ist bei den beiden alles am Arsch. Tiara, das ist interessant, als Kopfschutz.
Stahlkrone. Tauschen wir aus. Ja, genau. Die Schuppenrüstung können wir direkt zum Verkauf geben. Die brauchen wir nicht mehr. Genau wie die beiden Münzen da. Medaillon und Münze. Alles zum Dieb. Ja, das muss alles repariert werden. Fans Kramladen. Hallo, Fans. Ja, ich hätte es natürlich billiger reparieren können, wenn ich jetzt alles rübergegeben hätte. Das war mir aber zu doof. Dem Dieb, das hätte dann die Hälfte gekostet. Hätte ich wenigstens die Obsidian-Sachen rübergegeben, hätte ich viel Geld gespart. Aber ich war einfach nur gefrustet, weil alles kaputt war. Genau, der Edelstein kostet 25.000 Reparatur, das habe ich mal rübergegeben an die 4. Sollte der reparieren, habe ich mir gesagt. Den Prull verkaufen wir, kriegen wir noch ein bisschen Geld rein. Gegenstände wieder rübergegeben an die Personen, die sie brauchten. Raus, alles anziehen, neu buffen und dann überlegen, wo gehen wir als nächstes hin. Wir haben auf der westlichen Insel jetzt alles erforscht. Das war die größte Insel. Feuerinsel fehlt uns die Pyramide noch und dann hatte ich mich entschieden gehabt dazu, dass wir auf den nördlichen Inseln, also über der Feuerinsel, sind ja drei kleine Inseln und da ist ein Tempel, nicht ein Tempel, eine Höhle, das ist der Hexenhort gewesen, die extrem kalte oder eiskalte Höhle oder so ähnlich hieß die und da werden wir uns dann, glaube ich, hinmachen. Dort finden wir auch einen weiteren Schlüssel, den wir für einen Dungeon brauchen, wo wir vorher noch nicht reinkamen. Ja, wir waffen uns hoch, wie immer, machen Magierblick an, schweben und dergleichen. Ah, jetzt bin ich überlegen, wie gehe ich vor? Was mache ich jetzt, das, was ich eigentlich jetzt gerade gesagt habe? Schweben, Wasser gehen, reinmachen. Dann einfach nach Osten rüber, habe ich gedacht. Ja, wo wir schon da sind, nehmen wir uns auch nochmal die 20 Level mit, weil wir da durch sind. Jetzt kommen ja die drei kleinen Inseln hier im Osten. Die erste drüber, über die zweite drüber. Dann haben wir schon Nacht. So, und da ist die Höhle. Rein da. Verflucht kalte Höhle, genau, das ist der Hexenhort. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis demnächst. Euer Chojin.